Guten Abend, herzlich willkommen zu der Verleihung des Kunstanerkennungs- und Auszeichnungspreises vom Kanton Solothurn 2022. So eine Preisverleihung ist ja eigentlich eine Aneinanderreihe von lauter Höhepunkten. Und mit dem ersten Höhepunkt fangen wir jetzt an. Das ist traditionellerweise der Festanspruch vom Landamme. Ich darf Dr. Remo Ankli bitten, das Mikrofon wäre dir. Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin, geschätzte Preisträgerinnen und Preisträger, liebe Gäste aus Politik, Kultur und Gesellschaft, liebe Anwesende. Es war eine Botschaft mit einem Hell-Dunkel-Kontrast. In der jüngsten Taschenstatistik Kultur, die das BAK jährlich veröffentlicht, ist zu lesen, ich zitiere, «Der Kultursektor hat im vergangenen, von der Pandemie geprägten Jahr nicht nur seine Verwundbarkeit offenbart, sondern auch seine Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt.» Ende des Zitats. Als wir vor einem Jahr die Kunst- und Auszeichnungspreise 2021 verleihen durften, war dieser Anlass im Parktheater Grenchen fraglos auch ein kleines Zeichen dieser Resilienz, also Widerstandsfähigkeit des Kultursektors. Kultur soll uns Orientierung geben. Sie soll Diskurse, Diskussionen eröffnen, Wissen vermitteln, Menschen zusammenbringen und zum Nachdenken bringen. Sie soll uns aufrütteln und den Wandel mitgestalten. Dies unter Berücksichtigung der Tatsache, dass unser Lebensraum, die Welt, in der wir uns bewegen, geografisch und mental längst nicht mehr an Kantons- und Landesgrenzen aufhört, und Kultur deshalb, wie erwähnt, nicht in einem abgeschlossenen, isolierten Ort stattfindet, sondern in unserem je eigenen Lebensumfeld und in dessen Kontext. Geschätzte Damen und Herren, wenn sich unsere Gesellschaft und die Werte, die wir geschaffen haben, auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zum Guten weiterentwickeln sollen, dann brauchen wir die Kultur. Eine Kultur, die Diversität nicht nur als theoretisches Konzept begreift, eine Kultur, die sich mit den Ängsten und Freuden des Seins auseinandersetzt, eine Kultur, die Verständnis für das Andere und den Mitmenschen schafft, damit wir diesen mit Respekt und Anstand begegnen können. In diesem Sinne gratuliere ich den Preisträgerinnen und Preisträgern im Namen des Regierungsrates ganz herzlich zu den Auszeichnungen und danke für die Aufmerksamkeit. Mit dem Anerkennungspreis ehrt der Regierungsrat vom Kanton Solothurn jedes Jahr eine Persönlichkeit, die sich mit ihrem Arbeiten für die Gesellschaft, für die Kultur oder für die Wissenschaft besonders verdient gemacht hat. Eine solche Persönlichkeit ist der Oldner Historiker Peter Heim. Er hat als Kantilehrer Generationen von Schülerinnen und Schülern versucht, für Geschichte zu begeistern. Es ist ihm mindestens in einem Fall gelungen, weil der ist nämlich in einem extra hierher gekommen. Ich weiss, wer es ist. Der Peter Heim hat aber auch Beiträge für das historische Lexikon für Schweiz verfasst. Und vor allem, er sorgt dafür, dass im Kanton Solothurn ein wichtiges Kulturgut nicht verloren geht. Um was für ein Kulturgut das sich handelt, das gehört ihr jetzt in der Laudatio vom Staatsschreiber Andreas Seng. Wir sehen zuerst ein Filmporträt über den Preisträger und nachher kommen wir zur Preisübergabe. Das Spannende ist, es sind in der Regel Sachen, die man nicht weiss. wo die Leute nicht können, die noch niemand angeschaut hat. Die Firmen haben ja anders zu tun, als sich mit ihrer Geschichte zu befassen. Ich kann davon ausgehen, dass ich da praktisch der Erste bin, der hier reinschaut. Und ich bin mir auch bewusst, als Historiker, der Verantwortung, die ich habe, dass ich hier nicht Sachen projiziere, nicht irgendwelche
Geschichten umzuverrotten, die du herausfinden, sondern zuerst einmal schauen, was bringen die Quellen. Die Fragestellungen sind immer neu, sind immer speziell. Aber im weitesten Sinn kann man natürlich aus der Geschichte kann man Orientierung gewinnen. Langfristige Orientierungen. Also man sagt, wenn wir nicht wissen, woher wir kommen, ist es auch schwer zu wissen, woher wir gehen. Der Startschuss für das ganze Projekt, der ist ja eigentlich vom Anliegen ausgekommen, das Firmenarchiv der Balli Schuhfabriken überzukommen. Die haben ja den Standort Schönewert längst verloren. Das ist etwa um die Jahrtausendwende ist das passiert. Und dort haben unsere Bemühungen eigentlich angefangen. Es ist sehr viel gegangen, aber das Archiv haben wir noch nicht. Und das ist eigentlich mein Traum, dass wir das überkommen, das Firmenarchiv. Nach seinen Studien an den Universitäten von Basel und Göttingen war Peter Heim im Lehrberuf, zuletzt an der Kantonsschule Olten, tätig. Von 2003 bis 2012 begleitete er das Amt als Stadtarchivar in Olten. Im Rahmen des von ihm im Jahre 1996 ins Leben gerufene Projekt Filmarchive des Historischen Vereins des Kantons Solothurn kämpft Peter Heim seit nur mehr als 25 Jahren für den Erhalt von Archiven Solothurner Unternehmungen. Mit viel Spürsinn und Beharrlichkeit ist es ihm gelungen, mehr als 30 Firmen davon zu überzeugen, ihre Archive dem Historischen Verein zu übergeben. Diese somit als Kulturgut zu sichern und so der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Dazu gehören klingende Namen wie Sphinxwerke, Solothurn, Vigier, Papierfabrik Biberist, Von Roll Holding und die Zellulose Attis Holz. Nur um einige zu nennen. Unternehmensarchive unterstehen als private Archive keinen gesetzlichen Aufbewahrungsvorschriften, stellen aber einzigartige Quellen für die Wirtschafts- und Sozialgeschichte, aber auch für die Unternehmens- und Technikgeschichte dar. Der Regierungsrat des Kantons Solothurn verleiht Dr. Peter Heim den Anerkennungspreis 2022 für seinen Einsatz zugunsten der Solothurner Geschichte. Wir kommen zum ersten Fachpreis. Der erste Fachpreis geht in Sparte Theater. Man sagt, wir können nicht auf jeder Hochzeit tanzen. Wenn man die Karrieren und Arbeiten von Uli Blum anschaut, dunkt es einem aber, der kann das. Ob als Autor, Übersetzer, Dramaturg, Regisseur, Schauspieler, Musiker, Chorleiter oder Dozent, es gibt fast keine Disziplin aus dem Bereich der Bühnenkunst, wo er nicht irgendwie tätig ist. Der Claude Schoch, Präsident der Fachkommission Theater und Tanz, wird uns in der Laudatio noch mehr über das wahnsinnig vielfältige Arbeiten von Uli Blum erzählen. Zuerst sehen wir ein kurzes Filmporträt über den Preisträger. Ich spiele und produziere seit rund 40 Jahren Theater. Und das mache ich immer auf verschiedenen Ebenen. In erster Linie bin ich Regisseur und Autor, weil ich viel von meinen Stücken selber entwickle und mit den Schauspielern umsetze. Ich bin viel etwa noch als Musiker mit auf der Bühne und immer seltener als Schauspieler. Aber auch ab und zu als Dramaturg, wo ich in anderen Produktionen helfe, als eine Art Hebamme, Eigenproduktionen zum Leben zu erwecken. Hat der nicht Zapfen? Nein, der hat keinen Zapfen. Mal, der hat doch Zapfen. Du hast doch einen Zapfen. Nein, der ist ein Sauerkeil. Natürlich hat er Zapfen. Komm, greifen zu und schenken ein. Ich habe sehr gerne Mundart. Es gibt wenig professionelle Gruppen, die in Mundart spielen. Musik spielt immer eine wichtige Rolle und der Humor. Du hast mich geschlagen, ich bin geschnitten lächerlich als Fisch. Hey, Selbstmitleid versaufen. Wo will sie nicht mehr? Mit so einem möchte ich auch nicht. Für dich gibt es nur dich.
Ich habe das Gefühl, das Schiff ist schräg. Ich habe viel das Gefühl, bei der Generalprobe gehört das Stück noch mehr als Regisseur. Nachher muss ich es rausgeben und nachher geht es an die Öffentlichkeit und dann gehört sie allen. Nein, ich bin gesprungen. Ah, gelaufen, ne? Gesprungen, das wäre ja dann bei Ihnen gegumpt. Nein, und das hat ja auch recht anständig geschifft, oder? Entschuldigung, könnten wir nicht vielleicht besser doch in Hochdeutsch? Ich denke, das könnte einiges erleichtern. Aber das mache ich doch schon die ganze Zeit. Ich arbeite nicht alleine. Es ist ein Ping-Pong mit verschiedenen Leuten, die Impulse geben, ihre Lebensvorstellungen reingeben und das ergänzt sich gegenseitig. Und so entsteht eigentlich immer wieder etwas Neues, das es bis jetzt noch nicht gibt. Ueli Blum, 1961 in Luzern geboren, ist seit 35 Jahren freischaffend als Regisseur, Schauspieler, Dramaturg, Autor und Musiker tätig. Seine Vielseitigkeit ist beinahe grenzenlos. Von 1984 bis 1987 absolvierte er die Ausbildung zum Theaterpädagogen an der Schauspielakademie in Zürich und arbeitete danach als Regisseur und Autor für Jugend- und Kindertheater im In- und Ausland. Von 1996 bis 2000 war er künstlerischer Leiter des Jungen Theaters der Landesbühne Niedersachsen in Wilhelmshaven. Über das Kinder- und Jugendtheater hinaus arbeitet Ueli Blum auch als Regisseur für Laiengruppen. Als Hausautor des Nina-Theaters hat er eine große Anzahl Theaterstücke geschrieben. Als Beispiele seien nur die beiden letzten Produktionen Gschnorr und Macbeth oder die Schule des Bösen sowie das aktuelle Stück Airbnb genannt. Auch als Dozent an der Schauspielakademie in Zürich hat er immer wieder Szenen, Minidramen oder satirisch-kabarettistische Texte für besondere Anlässe verfasst. Und nicht zu vergessen ist sein stimmungsvolles Kleintheater, das Hagerhüsli in Bettenkinden. Ueli Blum hat eine Vielzahl von Stücken aus der klassischen Theaterliteratur in die Schweizer Mundart übersetzt. Zum Beispiel 2016 Shakespeare, Romeo und Julia für die Schlossspiele Falkenstein in Niedergösgen. Der Theaterschaffende ist auch Musiker und Chorleiter und arbeitet im Rahmen von Museumsprojekten. Für Ueli Blum ist selbstverständlich, dass er sich ehrenamtlich für Kultur einsetzt. Als langjähriges Mitglied und Leiter der Fachkommission Theater und Tanz, als Stiftungsrat der Jörg-Georg-Bürki-Stiftung und als Vorstandsmitglied des Schweizerischen Verbandes für das professionelle Kinder- und Jugendtheater. Durch seine vielfältige, engagierte Arbeit hat Ueli Blum die freie Theaterszene im Kanton über Jahrzehnte wesentlich beeinflusst und mitgestaltet. Hierfür verleiht ihm der Kanton Solothurn den Preis für Theater 2022. Am liebsten, habe ich gelesen, habe er Wörter, die irgend mit einem Bild verknüpft sind. Hundsverlocherte beispielsweise. Ja, unsere Mundart ist tatsächlich eine Schatzkiste, wenn es um den Spruch geht. Und der Markus Gasser hat sich zur Aufgabe gemacht, die Schätze alle zu heben. Er ist unter anderem Mundartexperte beim Radio DRS. Vielleicht haben wir ihn dort schon mal gehört. Und die Faszination für unsere Sprache, ob geschrieben oder geredet, teilt er sehr gerne mit uns, mit einem breiten Publikum. Der Peter Kauer, Präsident der Fachkommission Kulturpflege, wird uns jetzt noch viel mehr über Markus Gasser und über seine Tätigkeit als Dialektologe verraten. Zuerst sehen wir ein kurzes Filmporträt. Die Sprache ist mein allererstes, grundsätzlichstes Werkzeug im Alltag. Und das ist es von allen anderen Menschen auch. Und darum ist jeder von uns Spezialist und Spezialistin in Sachen Sprache und hat ein ganz klares Bild, wie Sprache ist oder soll sein. Hinterdrein ist gehofstädtnerisch. Die Frage hat der Dieter Studer gestellt und noch ein paar andere Hörer und Hörerinnen haben die Frage geschrieben. Bedeutet, jetzt ist es spät, jetzt ist es vorbei. Hinterdrein ist gehofstädtnerisch. Aber woher kommt das? Ich kann nicht genau sagen, wann das mein Flair für Sprache bewusst worden ist, aber ich weiss, dass
eine der 10 Platten in unserem Plattengestell von meinen Eltern, als ich kleiner Bub war, war das Zündhölzchen von Mani Matta. Und die konnte ich in- und auswendig können. Alle die Lieder kann sie jetzt immer noch. Und das war Berndeutsch. Also nicht der gleiche Spruch, den ich gelernt habe als Schwarzbub. Mir gefallen an der Mundart immer wieder neue Wörter ganz besonders gut. Aber ein Durchbrenner sind die Verbe mit «elle» hinten. Dass man ein Substantiv nehmen kann und «elle» hinten dran stellen und dann ist es etwas, das schmeckt. Es ölelt, es schisselt, es böckelt, es seichelt. Du kannst nehmen, was du willst und nachher ist es ein Geschmacksverb. Das finde ich immer noch grossartig. Markus Gasser ist 1966 in Laufen geboren worden und ist in Nunningen aufgewachsen. Während seinem Germanistik- und Geschichtsstudium an der Universität Basel hat er seine Faszination für Wortgeschichte, Dialekte und vor allem auch für Flurnamen entdeckt. Am Anfang hat er die Flurnamen von seiner Heimatgemeinde Nunningen untersucht und schon bald als Mitarbeiter vom Solothurnischen Orts- und Flurnamenbuch auch die von der weiteren Region. Daraufhin ist er auch als Dozent an der Uni Basel und auch als Leiter von der Forschungsstelle zum Namensbuch von der Stadt Basel angestellt worden. Seine Forschungen hat Markus Gasser in Bibliotheken und Archiven unternommen, aber auch immer bei Gesprächen mit den Leuten auf dem Land und in der Stadt. Er hat sich außerdem auch als Theaterregisseur, als Theaterpädagog und als Sänger engagiert. 2012 ist der Markus Gasser dann Mundart-Experte bei Radio SRF geworden und hat in der Sendung «Schnabelweit» Mundart-Ausdrücke erläutert, wie wir es gehört haben, immer eloquent, unterhaltsam, mit grosser Resonanz und selbstverständlich in einem Solothurner Dialekt. Seit 2020 erscheint neben der Schnabelweit auch zusätzlich alle 2 Wochen der Podcast «Deine Mundart». 2016 ist Markus Gasser stellvertretender Leiter der Literaturredaktion und Leiter des Mundart-Teams von Radio SRF Forte. Und seit dem Herbst 2021 ist er Co-Leiter der Literaturredaktion von SRF Kultur. Der Markus Gasser vermittelt uns die Faszination an der Vielfalt, an der Kreativität und an der Wandelbarkeit von Dialekten. Er bringt ganz beiläufig und unangestrengt die Vergangenheit mit der Gegenwart in Verbindung und trägt damit auf seine Art zu einem besseren, auch gegenseitigen Verständnis bei. Ich freue mich wahnsinnig, dass der Kanton Solothurn Markus Gasser einen Preis verleiht für seine Tätigkeit, für die Sprachwissenschaften und für den Solothurner Dialekt. Der Preis für Kulturpflege 2022. Herzliche Gratulation. Wenn ich würde bitten, nennen wir 3 bekannte Jazz-Saxophonistinnen. Habe ich den Eindruck, es würde auch bei 2 aufhören, wenn überhaupt. Es ist halt leider immer noch so, dass die Wahrnehmung auch gerade im Jazz von der Musik durch vor allem männliche Interpreten geprägt wird. Eine, die gegen das längstens überholte der Bild anspielt und wegen dem heute den Preis für Musik bekommt, ist Fabian Hörni. Sie ist Saxophonistin und Simon Spiess, Mitglied der Fachkommission Musik, erzählt uns in der Laudatio mehr über ihre wichtige Rolle im Schweizer Jazz als Saxophonistin und in der Musikwelt als Frau im Jazz. Wir sehen zuerst ein kurzes Filmporträt. Ich bewege mich hauptsächlich im grossen Genre Musik Jazz eigentlich. Und dort geht es von funkigen Sachen bis zum Teil auch etwas experimentelleren Geschichten bis Saxophonquartett, das stilistisch ganz schwierig zu beschreiben ist. Aber es hat alles auch immer mit Improvisation und Groove zu tun. Thank you.
Konzerte spielen finde ich nach wie vor wirklich etwas vom Besten. An diesem Beruf auch. Ich finde, es hat so die zwei Elemente, dass man mit der Band zusammen auf der Bühne etwas erlebt. Und das ist natürlich auch immer anders. Und gleichzeitig ist man immer in einer Interaktion mit dem Publikum. Ladies and Gentlemen, this is Fabian Hörni on the Saxophone. Wir entwickeln ja in dem Moment, wo man ein Solo spielt, fortlaufend. Das ist ja nicht vorbereitet und man hat die Tonabfolge schon im Kopf. Sondern das ist die kreative Arbeit dann in dem Moment. Und für das braucht es einfach einen Rucksack, den man über die Jahre füllt und füllt. Und das hört eigentlich auch nie auf, dass man den füllt. Fabian Hörni, 1974 in Zofingen geboren und in Aarburg aufgewachsen, studierte an der Jazzschule Basel, heute Hochschule für Musik, Abteilung Jazz, im Hauptfach Saxophon bei Sascha Schönhaus, Danny Blanc und Dominique Landolf. Im Jahr 2000 schloss sie die Ausbildung mit dem musikpädagogisch-künstlerischen Diplom ab und besuchte in der Folge weiterhin Masterclasses bei Joshua Redman, George Grunz, Jim Hall, Michael Brecker, Kenny Werner und David Liebman. Fabian Hörni lebt heute bei Olten in Starkirchwil und prägt die lokale und nationale Musikszene wesentlich mit. Seit über 20 Jahren spielt Fabian Hörni auf verschiedenen internationalen Bühnen. Nebst vielen Musikclubs hat sie etliche Kleinkunstbühnen bespielt. Die Musikerin ist eine begnadete Saxophonistin, die oft gegenüber verschiedenen Musikstilrichtungen ist. 2003 erhielt sie einen Werkjahresbeitrag des Kantons Solothurn. Sie setzt sich seit Jahren für die Schweizer Musikszene ein und wurde zu einem Aushängeschild des Solothurner Jazz-Saxophons in ganz Europa. Dabei setzt sie sich aktiv für Frauen im Jazz und ebenso für improvisierte Musik ein. Für Fabian Hörnis unermüdliches Engagement als Musikerin, Komponistin und Förderin der Solothurner Musikszene sowie als Veranstalterin gebührt ihr Dank und große Anerkennung. Deshalb erhält Fabian Hörni einen Preis für Musik 2022. Der Musikkritiker hat 1800, also im Jahr 1800, über Zauberflöte vom Wolfgang Amadeus Mozart geschrieben, ich zitiere, verkürzt, weil der höchste Wert der Zauberflöte in Mozarts unvergleichlicher Komposition liegt, muss auch jede große Partie mit guten Sängern besetzt sein. Nur dann kann das Ganze in der Erhabenheit hervortreten. Der Kritiker hätte sie helle Freude gehabt an der Amelia Ciccolone, denn sie gehört zu den perfektesten Mozart-Interpretinnen, nicht nur ihr Zauberflöte. Markus Oberholzer, Mitglied der Fachkommission Musik, erzählt uns in der Laudatio, was die Solothurner Sopranistin in der Klassikszene so speziell macht. Zuerst sehen wir sie im Filmporträt. Es ist für mich ist es sehr wichtig, als Musikerin möglichst breit gefächertes Repertoire können zu haben und zu pflegen. Und entsprechend singe ich Konzerte, ich singe Opern, ich singe aber auch Lied. Ich muss einerseits sagen, meine Stimme gibt das auch her. Also ich habe eine sehr flexible Stimme. Ich schaffe es von Bach bis zur zeitgenössischen Musik. Ist nicht jedem gegeben, hat auch nicht jeder Lust drauf, aber ich habe extrem Lust drauf, die Vielseitigkeit zu behalten.
ist ein Geben und ein Nehmen mit dem Publikum. Es ist auch ja immer eine Öffnung. Ja, ich öffne mich. Es gibt kein intimeres Instrument, würde ich jetzt mal sagen, wie die Stimme. Amelia Ciccolone wurde in Grenchen geboren, ist italienisch-schweizerische Staatsdoppelbürgerin und besuchte die Kantonsschule in Solothurn. Die junge Sopranistin erhielt als Jugendliche ersten Gesangsunterricht bei Janet Perry an der Musikschule in Basel. An der Musikhochschule studierte sie Gesang bei Verena Schweizer sowie bei Isolde Siebert und schloss ihr Studium mit Auszeichnung ab. Studienergänzend besuchte sie unter anderem Meisterkurse bei Thomas Hampson, Anne-Sophie von Otter, Margrit Honig, Kurt Wittmer und Vaselina Krasarova. Die Sopranistin ist zweimalige Stipendiatin des Migros-Kulturprozents, Preisträgerin der Friedel-Wald-Stiftung und des Basler Orchester-Anerkennungspreises. Beim renommierten Mozart-Wettbewerb in Salzburg 2014 war sie eine der Finalistinnen. 2019 erhielt sie den Förderpreis der Solothurner Kulturstiftung Kurt und Barbara Alten. Ihr erstes Engagement führte Amelia Ciccolone ans Festspielhaus Baden-Baden, wo sie zusammen mit den Berliner Philharmonikern als Königin der Nacht in der Zauberflöte debütieren durfte. In der Spielzeit 2015-16 gehörte sie zum jungen Ensemble am Grand Théâtre Genève und seit der Spielzeit 2017-18 ist Amelia Ciccolone festes Ensemblemitglied am Nationaltheater Mannheim. Die Sopranistin arbeitete mit Dirigenten wie Jesus Lopus Cobos, Charles Dutoit, Alessandro De Marchi, Michael Hasel und Jan Schulz und mit Regisseuren wie David Bontné, Jürgen Rose, Tom Rieser und Frank Hilbrich. Zu den wichtigen Orchestern, mit denen sie auftrat, zählen die Berliner Philharmoniker, das London Philharmonic Orchestra, die Basel Sinfonietta, die Accademia Montis Regalis oder das Kammerorchester Basel. Für ihre beeindruckende Karriere als Sängerin erhält Amelia Ciccolone einen Preis für Musik 2022. Gratuliere ganz herzlich. Wir kommen zu einem ganz interessanten Preis, zum Preis für multimediale Objektkunst. Im Magazin vom Tagesanzeiger ist vor ein paar Jahren ein Artikel erschienen mit dem Titel «Der Herr der Rille». Es war ein Hommage an Flo Kaufmann, denn ihm sei es zu verdanken, hat es in dem Artikel geheissen, dass es heute überhaupt noch Vinyl-Schallplatten gäbe. Der begnadete Techniker Kaufmann ist aber auch ein faszinierend kreativer Künstler. Stefanie Steinmann, Mitglied der Fachkommission Bildende Kunst und Architektur, wird uns nach dem Filmporträt ihr Laudatio mehr über das Werk und über das Arbeiten vom Preisträger erzählen. Ich nenne meine Tätigkeit Bricolage Universel Universalbastelei übersetzt. Und das ist eigentlich ein wunderschönes Wort Französisch. Und ich benutze Fundgegenstände, technische Geräte, Medien und verwandle die Objekte in Installationen, in Instrumente. Einen Bezugsspiegelteil. Meine Werke starte ich meistens mit einem Fund. Also ich laufe irgendwann auf der Strasse und sehe etwas und dann zack, weiss ich, ja, jetzt mit dem mache ich nicht das und das Werk. Das ist irgendwie so der Moment vom Fund ist sehr wichtig. In vielen Werken ist manchmal ein Jahr, zwei dahinter, wo ich diese Sachen auf den Grund gehen muss, das ein bisschen anschauen, was ist überhaupt dahinter, wie funktioniert es. Klänge sind für mich extrem
also transportiere viele Emotionen und bringe oftmals eine Idee über, die das Visuelle nur teilweise kann. Wie klingt eine bedruckte Getränkedose? Und oft hat es auch noch so einen tiefen Hintergrund natürlich, wo ich mir überlege, wo ich aber nicht so offen lege, wo man wie den vielleicht entdeckt oder auch nicht. Der 1973 geborene Kunstschaffende Flo Kaufmann absolvierte das Gymnasium in Solothurn. Nach einem Praktikum im mechanischen Bereich studierte er Elektrotechnik an der Hochschule für Technik und Architektur Biel. Seit 2001 realisiert der ausgebildete Elektroingenieur und international anerkannte Spezialist für Vinyltechnologie in seinem Atelier in Solothurn Projekte. In seinem künstlerischen Schaffen verbindet er sein elektrisches Know-how mit seiner Faszination für Musik und Gebasteltes. Dabei entstehen Installationen, Objekte und Performances, die unter anderem schon im Kunsthaus Langenthal, in der Kunsthalle Luzern oder im Freispiel des Kunstmuseums Solothurn gezeigt wurden. An der Jahresausstellung der Solothurner Künstlerinnen und Künstler ist Flo Kaufmann regelmäßig vertreten. Er kollaboriert zudem immer wieder mit anderen Kunst- und Kulturschaffenden und ist engagiert im Vorstand des Solothurner Kunstvereins, so im S11 in Solothurn. 2009 erhielt Flo Kaufmann das Atelierstipendium des Kantons Solothurn an der Cité Internationale des Arts in Paris. Es ist äußerst beeindruckend, wie es der Künstler schafft, mit enormem Wissen, großer Hingabe und einem ausgeräten Sinn für Zauber alltäglicher Dinge einzigartige Objekte und Installationen zu generieren. Der Kanton Solothurn würdigt Flo Kaufmann für sein vielseitiges und herausragendes Schaffen mit dem Preis für multimediale Objektkunst 2022. Herzliche Gratulation! Wenn es um Literatur geht, wenn es um Schweizer Literatur geht, zeitgenössische Schweizer Literatur, der führt offenbar keinen Weg an Alten vorbei. Alex Gappy, Pedro Lenz, Franz Holle, Peter Bichsel, Lisa Christ, Rebecca Salm und eben auch Rolf Lappert. Sie alle verbinden irgendeine Station in ihrem Leben mit Alten. Marianne Hertner, Präsidentin der Fachkommission Literatur, erzählt uns nach dem Filmporträt in der Laudatio, welche Gleise vom Rolf Lappert nach Alten führen und was er in der Literatur schon noch gemacht hat. Ich bin Schriftsteller und schreibe Romane vor allem. Ich habe früher Lyrik geschrieben, Kurzgeschichten, aber in den letzten Jahren habe ich mich eigentlich vor allem auf Roman schreiben konzentriert. Bei mir ist es so, dass sich ganz viele Themen ansammeln, die mich interessieren. Geschichten, die ich lese oder die ich höre. Viel auch noch sehr viel Fantasie, also Sachen, die ich einfach schlicht erfinde. Eigentlich in jedem Roman sind Kindheiten mehr oder weniger unglücklich. Ich hatte eine sehr glückliche Kindheit in Olten. Wenn ich gerade ausschaue, sehe ich Säli Schlössli, hinten dran liegt Olten. Wir sind als Kind viel auf Säli Schlössli spielen, Ritterlis, es hat noch eine Burgruine nebendran. Bei mir ist es so, dass ich den ersten Satz oder die ersten paar Sätze von einem Roman schon lange mit mir rumtragen, so lange wie ich den Titel schon mit mir rumtrage. Wenn die ersten drei Sätze mal stehen, dann habe ich wieder Einstieg gefunden und dann läuft es doch meistens relativ glatt, natürlich mit etwa die Hindernisse, die man muss überwinden muss. Rolf
Rudolf Lappert wurde 1958 in Zürich geboren und wohnt heute in Zofingen. Wir haben gerade sehr schöne Bilder von dieser Aussicht gesehen, wo Rolf Lappert jetzt offenbar genießen kann. Aufgewachsen, wie erwähnt, ist er erfolgreiche Schriftsteller in Olten, wo er mit seiner Familie zwischen 1963 und 1971 lebte. Diese 8 Jahre bezeichnet er als prägend und sehr wichtig, auch für sein späteres Schaffen. Die Kindheit ist als literarisches Thema für sein Schreiben zentral und zugleich ein unerschöpflicher Fundus. Das widerspiegelt sich auch in seinen Werken Nach Hause schwimmen, wofür er 2008 mit dem erstmals verliehenen Schweizer Buchpreis ausgezeichnet wurde und womit er auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises stand, sowie im Jahr 2020 erschienen Buch Leben ist ein unregelmäßiges Verb. Rolf Lappert ist ein Weitgereister. Seine Lebensstationen sind die USA, Frankreich, Asien, die Karibik, Deutschland und insbesondere Irland, wo er für längere Zeit lebte. Als ausgebildeter Grafiker und Mitbegründer eines Jazzclubs wurde er nicht etwa Maler oder Musiker. Er wandte sich zum Glück für uns Lesende dem Schreiben zu und veröffentlichte mit 22 Jahren seinen ersten Roman im Basler Verlag Nachtmaschine. Neben preisgekrönten Romanen verfasste er auch Lyrik. Das mehrfach ausgezeichnete Jugendbuch Pampa Blues und die Drehbücher für die SRF-Sitcom Mannezimmer. Der Kanton Solothurn würdigt das große literarische Werk von Rolf Lappert sowie seine Verbundenheit zur Region und verleiht ihm den Preis für Literatur 2022. Ganz herzliche Gratulation. Manchmal weiss man nicht so recht, ist es jetzt ein Foto oder ist es jetzt ein Bild, das mit Pinsel und Farbe gemalt worden ist. Wer das Werk von Gergana Mancheva anschaut, ist auf jeden Fall fasziniert von ihrem Können. Und man muss tatsächlich genau anschauen, um den Unterschied zwischen Gemälde und Foto zu erkennen. Nicht zuletzt, weil Künstler eben auch mit beiden Medien arbeiten. Der Thomas Wottli, Präsident der Fachkommission Bildende Kunst und Architektur, wird uns in der Laudatio noch mehr Detail über das Arbeiten der Preisträger verraten, gerade nach dem Filmporträt. Ich male eigentlich Porträts. Auch wenn ich eine Matratze male, ist es ein Porträt von einer Matratze. Wenn ich einen Block male, ist es ein Porträt von dem Block. Also für mich ist, wenn ich meine Malerei beschreiben würde, würde ich sagen, ich bin eine Porträtmalerin. Ich mache viele Schichten mit Acryl und dann meistens gibt es dann 2-3 Schichten mit Öl als Abschluss. Am Anfang ist das Bild im Kopf, dann recherchiere ich sehr viel, fotografiere sehr viel, lese sehr viel, bis sich herauskristallisiert, was ich machen will. Also das Bild finden ist ein langes Prozess. Das Malen ist nur sozusagen der letzte Schritt. Ich kann mich gut von meinen Werken trennen. Allerdings, es gibt Bilder, die ich um mich haben möchte, die ich gemalt habe, um gewisse Sachen nicht zu vergessen. Wenn ich Menschen male, dann habe ich eine Idee dahinter. Es ist nicht einfach ein Porträt, sondern es ist eine Aussage, die ich durch das Porträt vermitteln möchte. Gergana Mancheva wurde 1975 in Sofia geboren,
wo sie an der Nationalen Kunstakademie ein Studium mit Schwerpunkt Malerei absolvierte. Seit 2000 lebt die Künstlerin im Raum Solothurn. Ihre Arbeiten zeigt die Kunstschaffende unter anderem im Freispiel des Kunstmuseums Solothurn, in der Galerie Rösli in Balsdal, im Schlösschen vor der Bleichenberg in Biberist oder auch im Rahmen der Jahresausstellung der Solothurner Künstlerinnen und Künstler. Gergana Manceva engagiert sich zudem im Vorstand des Kunstvereins Solothurn, steht im engen Austausch mit anderen Solothurner Kunstschaffenden. Gergana Mancevas beeindruckende Bildsprache ist stark vom sozialistischen Hintergrund ihres Herkunftslands inspiriert und geprägt. Ihre Malerei und Fotografie zeigen Erinnerungen an diese zurückgelassene Welt. Es treten Gefühle der Erinnerungen und der Sehnsucht auf, welche aufgrund der geografischen und zeitlichen Distanz für die Kunstschaffende immer mehr an Bedeutung gewinnen. Ihre Werke zeigen Landschaften, Naturhäuser und Objekte in ihrer Ursprünglichkeit und teils ihrem fortschreitenden Verfall. Ein öfters wiederkehrendes Motiv ist die Matratze, auf der sie als Mädchen geschlafen hat. In allen Darstellungen der Matratze spürt man die persönliche Geschichte, welche dieses Alltagsobjekt beinhaltet. Und man wird sich bewusst, welch großartige fotorealistische Malerin Gergana Manceva ist. Dabei malt sie vordergründig nur, was sie sieht und zeigt uns doch mehr, als rein fotografisch da ist. Die Betroffenheit der Künstlerin schwingt ebenso mit, wie ihr Staunen, ihre Fragen zur Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Für ihren Beitrag zur Solothurner Kunst und Kultur erhält Gergana Manceva den Preis für Malerei des Kantons Solothurn 2022. Herzliche Gratulation. Wir kommen zum Preis für Fotografie, wo der Aristoteles im 4. Jahrhundert vor Christi Geburt, das ist schon ziemlich lang her, das Prinzip von der Kamera Obscura als erster Mensch mal aufgeschrieben hat, hat er auch sich nicht träumen lassen, dass sich rund 2400 Jahre später die Menschen mit einem Fotoapparat im Sack, wo man auch noch als Telefon kann brauchen kann, durch die Landschaft bewegen. Und dazu gestochen, scharfe Bilder machen. Umso bemerkenswerter ist, dass der Julian Salinas sein Fotoapparat als Werkzeug braucht, um Bilder aus der Schärfe wieder in die Unschärfe zurückzuverwandeln. Der Nino Jagusso, Leiter der Fachkommission Foto und Film, erzählt uns noch mehr über das Arbeiten von Julian Salinas. Zuerst heisst es jetzt aber Film ab. Ich bin Fotograf und bin spezialisiert auf Porträts und Architektur und natürlich auch auf Kunst. Mein Hauptantrieb in der Fotografie, der mich fasziniert, ist, dass ich Zugang bekomme zu Orten, die ich sonst nicht sehen könnte. Mein aktuelles Projekt Fata Morgana setzt sich eigentlich mit der unserer Wahrnehmung von Bildern auseinander. Also da haben wir einerseits unscharfe Bildwelten, die entweder unscharf fotografiert sind oder unscharf kreiert worden sind im Prozess, bis an zu den Menschen, die Augen ausgeschnitten sind und dort hinten dran werden Lichter gesetzt und die bekommen dann fast so kryptonische Augen, die ihnen so Superkräfte geben oder man hat vielleicht den Eindruck, sie haben Superkräfte, wo auch mit dieser Wahrnehmung spielt, sehen die Leute jetzt nicht mehr oder was passiert mit diesen Leuten, oder dass der Betrachter ja, die Irritation hat eben in den Bildern, die zum Teil eben aus der Natur oder vom Menschen stammen.
Kunst am Fotografieren ist irgendwie, wenn man seine Message oder seine Vision kann transportieren kann. Also keine Technik, sondern wirklich eine emotionale Ebene, die muss stimmen. Das Bild zeigt den Horizont eines Meeres. Es sieht aus, als ob es mit dem Pinsel gemalt wäre. Aber es ist nicht mit dem Pinsel gemalt. Es ist ein fotografisches Bild. Malen mit der Fotokamera. Geht so etwas überhaupt? Ja, es geht. Julian Salinas macht aus der Optik, der Blende, dem Schärfenring fotografische Gemälde. Oder sind es gemalte Fotografien? Drei seiner Bilder tragen den schlichten Titel Mare. Der fotografische Meereshorizont ist das Ausgangsmaterial. Die Bilder werden beim Druck durch Farbverschiebung und Körnung weiter bearbeitet. Schließlich wirkt die Fotografie wie eine gemalte Meerlandschaft. Faszinierend und revolutionär. So wie die impressionistische Malerei nicht mehr das genaue Erscheinungsbild festhalten wollte, sondern die Stimmung, den subjektiven Eindruck auf die Leinwand bringen wollte. So fotografiert Julian Salinas, ein fotografischer Impressionist. Julian Salinas ist 1967 in Düsseldorf geboren und lebt seit 14 Jahren in Dornach. Er bildete sich an der Kunstgewerbeschule in Basel zum Fotografen aus. Nach verschiedenen Assistenzen im In- und Ausland arbeitet Julian Salinas seit 57 Jahren als selbstständiger Fotograf. Aus seinem Fotoatelier in Basel sind 21 Einzelausstellungen, 42 Gruppenausstellungen und 5 Fotobände entstanden. Werke von ihm sind unter anderem im Kunstkredit Basel-Stadt und Basel-Land, in der Christoph-Merian-Stiftung, in der Sammlung Hoffmann-Laroche und in der Kunstsammlung des Kantons Solothurn zu sehen. Für seine Arbeit zeichnet der Kanton Solothurn Julian Salinas mit dem Preis für Fotografie 2022 aus. Herzlichen Glückwunsch. Wir kommen zur Verleihung vom Kunstpreis. Der Kunstpreis ist die höchste Auszeichnung, die der Solothurner Regierungsrat für Kunst und Kultur Schaffende verteilt. Ein Film braucht einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Aber nicht zwingend in dieser Reihenfolge. Diesen Satz hat der Jean-Luc Godard mal gesagt. Und er wollte mit dem deutlich machen, was für ihn das Wichtigste beim Film ist, nämlich die Montage, das Aneinanderreihen und Strukturieren der Bild- und Tonelemente. Loredana Cristelli ist eine Meisterin in diesem Metier. Kein Wunder, ist in ihrer langen Karriere fast jeder bekannt, namhaft Schweizer Filmschaffend und Filmschaffende bei ihm irgendeinmal vorbeikommen. Der Nino Jagusso wird in der Laudatio für die Kunstpreisträgerin 2022 noch mehr über ihr bildhaftes Arbeiten erzählen. Anschließend wird der Landamme Remo Ankli den Preis übergeben und zuerst sehen wir über die Filmeditorin jetzt ein Filmporträt. Ich bin Filmeditorin und meine Aufgabe ist es, mit dem Regisseur zusammen, mit aus dem unzähligen Material, das gedreht worden ist, einen Film zu machen, eine Geschichte, die man kann verfolgen kann, die man versteht, die Poesie hat, die einen schönen Film gibt. Es ist für mich ganz wichtig, möglichst alles anzuschauen. Das geht manchmal sehr lang, weil es hat sehr, sehr viel Material manchmal. Bis zu 200 Stunden.
Jeder Film ist eine Reise. Jeder Film ist einzigartig. Und ich lerne Leute kennen, ich lerne Orte kennen, ich lerne auch andere Sachen, also auch politische Sachen oder geschichtliche. Oder es ist eine ewige Reise. Dann da na ko temere miliard kuma rayal dara man dara ma mi taxaw ma feyla ñeugam ramatu li lolu bu def lolu nga fatelu ko demb bi mi dan dakh nak yi fatewu ma dara. Der schönste Moment an meiner Arbeit ist schon, wenn ich das Gefühl, jetzt steht er. Man muss noch dran fühlen, man muss noch vieles machen. Aber das Gerüst steht. Und nachher darf man sich so lustvoll um die Kleinigkeiten überall kümmern. Also ich finde es ganz wichtig, dass man zuerst den Bogen hat. Und manchmal ist das eine grosse Knochenarbeit. Ich weiß aber, dass der Moment kommt und auf den freue ich mich immer extrem. Und dann tut man einfach noch ein bisschen, ich sage dann manchmal, schätzeln mit dem Film. Jeder Film entsteht dreimal. Einmal als Drehbuch, das zweite Mal am Drehort und das dritte Mal im Schneideraum. Die Kunst der Montage bestimmt unsere Filmwahrnehmung. Wie bei einem Musikstück hat jeder Film einen Takt und damit einen Rhythmus. Jede Veränderung einer Szenenposition ergibt einen neuen Sinn, denn das Vorangegangene beeinflusst das Nachfolgende und umgekehrt. Was und wie wir etwas sehen und wahrnehmen, entscheidet die Persönlichkeit, die am Schneidetisch den Film montiert. Die Montage ist das große Geheimnis des Filmes. Loredana Cristelli ist eine der ganz großen Montagekünstlerinnen des Schweizer Films. Sie hat in rund 33 Jahren über 41 Filme fürs Kino und Fernsehen montiert. Sie begann 1987 als Schnittassistentin bei Alain Tanner mit dem Film Flamme dans mon cœur. Zwei Jahre später arbeitete sie bereits als Kötterin und montiert den Film Panneau Panier von Patricia Plattner. In ihrer Karriere arbeitet sie mit Regisseuren wie Freddy M. Murer, Peter Liechti, Jacqueline Wörf, Edgar Hagen, Anka Schmid, um nur einige zu nennen. Zu ihren bekanntesten Filmen gehören Vollmond, Gente di Mare, Bouton, La Petite Dame du Capitol, Shana the Wolf's Music und Fair Traders. Mit dem Preis für Film des Kantons Solothurn wurde sie 1992 ausgezeichnet. Geboren wurde Loredana Cristelli 1957 in Olten. Sie lebte bis zur Schulreife in Italien. Dann kehrte sie nach Olten zurück und besuchte die Primarschule. Im Bremgarten bildete sie sich zur Sozialpädagogin aus und erlernte an der École de Photographie in Lausanne den Beruf der Fotografin. Sie war 7 Jahre lang Kommissionsmitglied des Bundesamtes für Kultur in Bern im Bereich Fiction-Filmförderung. Sie ist Mitglied der Schweizer Filmakademie und des Schweizer Syndikats Film und Video. Das ist die Gewerkschaft der Filmschaffenden. Loredana Cristelli schafft es, ein übergeordnetes künstlerisches Konzept der Filmkomposition zu erschaffen. Ihre Handschrift macht den Film lebendig, macht den Film zu dem, was er sein soll. Erlebnis für Aug und Ohr, Geist und Herz. Für ihre langjährige Tätigkeit als Filmeditorin erhält Loredana Cristelli den Kunstpreis des Kantons Solothurn 2022. Herzlichen Glückwunsch.
Im 1992, genau vor 30 Jahren, wurde ich vom Kanton Solothurn mit dem Fachpreis für Film ausgezeichnet. Damals war ich weit weg und konnte den Preis nicht persönlich entgegennehmen und mich bedanken. Zu jener Zeit habe ich oft im Ausland gearbeitet. Ich habe in Afrika, Sibirien, Kambodscha oder Paris geschnitten. Als Editorin lebt man mehrere Monate mit den Leuten vor Ort. Ich durfte ihren Alltag teilen und in ihre Häuser treten. Ich bin wunderbaren Menschen mit anderen Sprachen und Kulturen begegnet. Das war eine großartige Lehrzeit, die mich heute noch in meinem Handeln und Tun begleitet. Ich glaube, so ist auch meine Liebe für den Dokumentarfilm entstanden. Ich nenne das auch Realpoesie. Filmeditorin ist ein ungesehener, stiller Beruf. Die meisten Leute denken, es ist ein Zusammensetzen des gedrehten Materials. In Wirklichkeit ist es ein Schreiben mit Bildern, ein Malen, ein Meißeln, ein Komponieren und eine Folge von, am liebsten würde ich sagen, chemischen Reaktionen. Oft sitzt man die Stunden im Schneideraum ab und es geschieht nichts Wichtiges. Und dann, zu Hause beim Kochen, Lesen, Duschen, ja sogar beim Schlafen, hat man die besten Eingebungen, Lösungen, Blitzgedanken, Ideen. Bilder, Töne und Sequenzen fügen sich im Kopf zusammen. Man wird rastlos, hat nur noch den Gedanken, möglichst schnell in den Schneideraum zu gehen, um alles zu prüfen und umzusetzen. Und selbst lang ersehnte Ferien oder Ruhetage können dann zur Qual werden. Zum Glück sind das nur Phasen, denn die Montage bedeutet auch viel Knochenarbeit und Fleiß. Und ich weiß und ich nehme an, dass alle anwesenden Preisträgerinnen und Preisträger sich auf ähnliche Weise ihrem Beruf oder ihrer Kunst verfallen fühlen. Ich empfinde es aber auch als großes Privileg, etwas machen zu dürfen, das Freude macht und Teil des Lebens ist. Preise sind wichtig. Sie sind eine offizielle Wertschätzung unserer Arbeit, eine Ermutigung weiterzumachen und manchmal auch ein finanzieller Segen. Ich möchte mich im Namen aller Preistragenden bedanken, beim Regierungsrat des Kantons Solothurns, beim Amt für Kultur und Sport, dem Kuratorium für Kulturförderung und bei den Mitgliedern der Fachkommissionen, die es gewagt haben, eine Editorin für den Kunstpreis vorzuschlagen. Applaus.